Die Briten werden bald angreifen. Wir müssen Breed Hill verstärken. Gut. Und ihn halten, bis Wards Männer eintreffen. Dann jetzt noch eine Taktikänderung. Die Holzfäller werden nicht eingesetzt. Die Dorfbewohner aus der Gegend von Charlestown wollen uns helfen. Lasst die Rohstoffe sammeln und haltet unsere Männer in der Redoute. Yes. Beziehungsweise nur vorübergehend, damit wir hier die Entwicklung machen können. So. What can I do? Die werden jetzt mal Gruppe 9. Danach werden die Dorfbewohner auch auf die Felder verteilt. Eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt hier sonst nicht mehr, weil wir müssen uns zu 100% auf den Einheitenbau konzentrieren. Und die Einheiten, die wir brauchen, kosten Nahrung und Gold. Ja, und die Sachen hier, die müssen noch entwickelt werden. Das ist egal. Das hier ist noch wichtig. So. Zum ersten. Was kostet das hier? Auch 150 Holz, ja. Also. Ach, seht ihr, das hier kostet sogar. Ah, ne, Quatsch. Hier müssen wir hin. Ja. 225 Holz nochmal insgesamt. Ach, Münzen von Minen. Moment. Gut, dann machen wir das. Dann schicken wir die zu den Minen hoch. Ist egal, da geht es jetzt erstmal ums Prinzip. Sir, Späher melden, dass die Briten nur 3 Minuten entfernt sind. Hm. Wir müssen mehr Soldaten ausbilden, um die Briten abzuwehren. So, das war's mir jetzt mal wert. Wo war's? Hier war's. Zack. Und damit geht ihr zu den Minen. So, wie viele sammeln hier? 6. Hier auch 6. Britische Truppen wurden in Boston gesehen. Sie werden jeden Augenblick hier sein. Noch 2 Dorfbewohner. So, den ersten Britenangriff können wir mit dieser Armee problemlos abwehren. Das heißt, unsere Konzentration liegt spätestens jetzt endgültig auf dem Ressourcensammeln für weitere Einheiten. Da de facto 11 Leute bei den Münzen sind, schicke ich da jetzt mal beide zu dem zur Nahrung. Moment, das hier sind 6, das sind 5. Das sind 11. Hier sind es jetzt 8. Ja, dann gehst du mal noch rüber. So. Die gehen direkt mal zu den Kanonen. Dann ist das auch fertig. Die Kanone oben rechts, die, wie gesagt, vergessen wir. Die Briten nähern sich vom Bostoner Hafen. Nicht nachgeben, Männer. Wir müssen die Redoute halten. Das habe ich jetzt gemacht wegen den britischen Angriffen. Ich gönne denen einfach die Punkte, nicht? Ich bin überlegen, ob wir die Kanone eventuell sogar zerstören, die oben rechts.
Right. I'm going now. Yes? Na, vielleicht schaffen wir es sogar, sie zu halten. Wäre ja mal was. Yes. Flanken anzugreifen. Setz die Kanonen ein, um die Schiffe auszuschalten. Ja, ich bin auf dem Weg. What is your command? Ne? I'm ready. Gut. What is your command? I'm ready. Right. Ja, Maus, ich hab dich auch lieb. Ja. Attack to battle. So, dann setze ich einfach mal noch Kavallerie mit dazu. Yes. I'm going now. Komm, versenk das Scheißschiff. Jawohl. Attack. To battle. Sehr gut. I'm going now. Ja, alles, was kämpfen kann, nehmen wir jetzt mit dazu. Ora hotte. Ikei. I'm ready. Yes? I'll do it. I'm going now. Right. Warum die das da jetzt gemacht haben, ist mir ein Rätsel. Das ist auf jeden Fall wieder genau die richtige Taktik, um die Mission dann am Ende doch wieder in den Sand zu setzen. I'm going now. I'll do it. So. Yes. Attack. What is your command? To battle. Komm. Was war das? Yes, genau so will ich das haben. I'm ready. To battle.
Sehr schön. Attack! I'm ready. To battle! Attack! Britische Truppen haben die westliche Kanone erobert. Ja, ist klar! Hallo! Yes, I'll do it. Right. Ja, sag mal. Was bist denn du jetzt für einer? Ist es verständlich, dass ich mich leicht verarscht fühle? So ganz leicht? Wieso sind das denn jetzt nur drei? Ja. Britische Schiffe greifen Charlestown an. Ich merk's. Was soll ich dagegen machen? Yes. Kumbaya tanzen oder was? Oh, 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 Freunde. Die dritte Mission vom ersten Akt von insgesamt zwei. Na, das kann ja noch heiter werden. What is your command? Yes? I'll break. To attack! I'm ready. Ja, gegen die Schiffsangriffe kann ich dann halt jetzt nichts aussetzen. Das ist dann halt so. Yes. I'm going now. Naja, vielleicht schafft ihr ein Regiment. What is your command? To battle! Gott sei Dank. What can I do? I'll do it. I'm going now. I'll do it. Right. I'll do it. Right. I'll do it. I'm going now. I'll do it. Right. I'll do it. I'm going right. I'll do it. Yes. Attack! Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. I'm ready. Da lebt Achmed. I'm going now. Na klar, was soll eine Gruppe Infanteristen gegen ein Linienschiff oder was auch immer das dann ist hier, Galeone. Was soll die dagegen ausrichten? Das ist natürlich ein Witz. Aber naja, die Verzweiflung haut rein.
Ich meine, klar, ich würde das keinen Deut anders machen. Wenn ich schon so unbehelligt angreifen kann. Warum nicht? Aber... Ja, ich habe nicht so wirklich das Gefühl, dass diese Mission zu 100% durchdacht ist. Was ist das hier? Söldner. Uninteressant. Zumal der uns auch schon das Bevölkerungslimit weggeschossen hat. Das kann man ja einfach mal spaßhalber wieder aufbauen, aber... Ja, ja, nicht genug Holz, logisch. What can I do? What is your command? Naja. Yo. I'm ready. Maus aussetzen, das würde mich ja sogar nur halb stören, wenn ihr das nicht stören würdet. Das ist ja noch das, was mir am meisten auf den Sack geht. Dass jedes Mal dieses Ein- und dieses Aus- und Einklinken, dass es mit aufgenommen wird. Muss ich mal in den Systemeinstellungen gucken, ob ich den Hinweis ausstellen kann. I'm ready. Attack! Gut, das war's mit der Kanone. Die westliche Kanone wurde erobert. Bei denen geht das ja auch zum Glück immer noch mal einen Ticken schneller als bei mir. Yes. Das ist das natürlich ein großer Vorteil, wenn man Brite ist. What is your command? Super! I'm yes. Ja, ja, schieß mir meine Pferde I'm weg. Ready. Attack! Brauch ich eh nicht mehr. Attack! Ich bin hellauf begeistert. Gut, dann lassen wir die Kanone jetzt in Ruhe. Dafür gebe ich nicht einen einzigen Rohstoff mehr aus. Die 3 Minuten, die müssen wir dann jetzt so durchkommen. Nach mir dann die Sintflut. Ah ja, da haben sie auch eine neue Galeone rangeholt. Na klar, warum auch nicht. General Ward's Männer werden bald vor Ort sein. Ja. Sagst du, während du ein Nickerchen machst, ja, hast du Träume oder was sprichst du im Schlaf, Nathaniel? Da kenne ich einen guten Psychiater im Ort. Der ist hier... Oh, sein Haus ist gerade weggeschossen worden. Ja, das ist dann natürlich... Okay. Yes. To battle. Ihre Kolonie wird angegriffen. Schreiben, denn ihr Nervenkostüm wird angegriffen. Das ist nämlich schon längst erobert worden. Ja, die Bären haben aber was drauf, du. Nicht schlecht. Ja, lass dich nicht stören. Ist kein Problem. Psst, jubel doch nicht so laut. Der will da schlafen. Mann. Going now. Hallo? Sag mal! What is your command? I'm ready. Ich
Ich auch, mit den Nerves. Naja. Scheiß drauf, wir haben es so gut wie geschafft. Yes. Alles andere ist mir denn jetzt... I'm ready. ...sozusagen egal. Lasst die Briten zu mir kommen. Ja, die drei da hinten, die müssen nicht mitmachen. Ach Quatsch. Für denn? So, würdest du jetzt dann bitte ja nicht nur sagen, sondern auch machen. Dankeschön. Och, komm heim, Junge! Yes, I'm going now. I'll attack. General Watts, Männer sind vor Ort. Ja, wir super. Haben die Briten abgewehrt. Alle Mann zurück! Das ist ja... Ach, gucke mal da, die Dorfbewohner! Wie auch immer ich die jetzt ausgewählt habe. Ach, du Scheiße. Okay, ja... wie noch nicht mal Karten gekriegt dafür hier, oder was? Oh, oh, Leute, 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 Leute. Ja. Das war dann ein sehr turbulenter Auftakt. In der ersten Mission direkt mal den Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Die zweite Mission lief dann einigermaßen. In der dritten Mission zweimal den Arsch versohlt bekommen, bevor es dann beim dritten Mal halbwegs lief. Also, ja, ich glaube, da liegt wirklich ein sehr turbulentes und spannendes Let's Play vor uns. Und ich hoffe, ihr seid auf den Geschmack gekommen und seid dann auch bei der nächsten Aufnahme wieder mit dabei. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.